Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition und da stehe ich nun mit der kleinen Truppe in Kaer Oswin und das, was wir in der letzten Folge alles so erfahren haben, über die Suche der Wahrheit, über die Flammendrose etc. pp. Es war sehr vernichtend für diesen Orden, der einmal so Großes vollbracht hat. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Cassandra alles andere als wirklich amüsiert ist. Und hier schickt uns scheinbar der kleine Lordsucher ein paar Templer entgegen, die von rotem Lyrium verdorben sind. Hältst du das wirklich für notwendig, Lordsucher? Denn so wie es scheint, hat sich der Lordsucher nicht nur mit der flammenden Rose zusammengetan, und den roten Templern, sondern sogar einem Dämon erlaubt, ja, seinen Platz einzunehmen, um hierher zu kommen, die Sucher der Wahrheit einen nach dem anderen hierher zu holen und was dann mit ihnen zu machen? Dämonen in ihnen zu pflanzen? Das klingt wirklich abscheulich. Wirklich abscheulich. Und es ist abscheulich. Muss man ganz klar so sagen. Das haben die Sucher der Wahrheit nicht verdient. Egal wie gut oder wie schlecht sie irgendwann gewesen sind oder geworden sind. Gut, wir versuchen aber jetzt auf jeden Fall den Lordsucher zu finden und hoffentlich ein paar Antworten auf alles zu bekommen, was hier so passiert ist. Denn scheinbar ist der Lordsucher tatsächlich hier. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn man anstelle des Weges der Magier geht, geht man den Weg der Templer, findet man diesen Dämon, der den Lordsucher ersetzt hat und kann ja, ihn bekämpfen, die Templer quasi befreien von der Obhut dieses Dämons und ja, da erfährt man eigentlich schon mehr über das alles. Allerdings, wir haben uns ja entschieden, für die Magier zu kämpfen und dementsprechend haben wir davon noch nichts mitbekommen. Lordsucher Lucius. Cassandra. Und die Frau an eurer Seite ist dann wohl der neue Inquisitor. Ihr müsst außerordentlich stolz auf euer Werk sein. Ich nehme an, ihr wisst, dass wir Sucher der Wahrheit die ursprüngliche Inquisition waren. Oh ja, genau wie ihr heute haben wir einst darum gekämpft, in einer Zeit des Wahnsinns die Ordnung wiederherzustellen. Und das hat uns stolz gemacht. Wir wollten die Welt neu gestalten, sie besser machen. Doch was haben wir stattdessen erschaffen? Die Kirche, die Zirkel der Magie. Einen Krieg, der niemals enden wird. Und ihr denkt, Korypheus zu helfen würde irgendetwas verbessern? Korypheus ist ein Monster mit begrenzten Zielen. Eure Ziele hingegen sind so viel größer. Wir Sucher sind Abscheulichkeiten, Cassandra. Wir haben eine verrottende Welt erschaffen und trotz ihres Verfalls dafür gekämpft, sie zu bewahren. Wir mussten aufgehalten werden. Ihr glaubt mir nicht? Dann seht selbst. Die Geheimnisse unseres Ordens an mich weitergegeben, als der letzte Lordsucher getötet wurde. Der Krieg gegen die Magier hatte bereits begonnen, aber noch war es für mich nicht zu spät, das Richtige zu tun. Und das hier war das Richtige? Lordsucher, was ihr getan habt. Ich weiß. Was Korypheus mit den Templern gemacht hat, ist unerheblich. Ich habe die Zukunft gesehen. Ich habe einen neuen Orden anstelle des alten erschaffen. Die Welt wird enden, damit wir von Neuem beginnen können. Rein und unverdorben. Schließt euch uns an, Cassandra. Es ist der Wille des Erbauers. Na dann, komm mal her, Lordsucher. Du meinst, das hier ist der Wille des Erbauers. Wie kannst du dir überhaupt anmaßen, zu
zu wissen, was der Wille des Erbauers sein könnte. Ja, nehmt den Blitz. Er war verrückt. Das ist die einzige Erklärung. Könnte ihn Korypheus vielleicht beeinflusst haben? Hat er versucht, die Suche außer Gefecht zu setzen? All diese sinnlosen Tode. Er kann unmöglich uns alle vernichtet haben. Das akzeptiere ich nicht. Lasst uns zur Himmelsfeste zurückkehren. Ich will wissen, was in diesem Buch der Geheimnisse steht. Ja, das könnte durchaus interessant sein, Cassandra, was in diesem Buch der Geheimnisse drin steht. Denn was hat er gesagt? Die Sucher sind Abscheulichkeiten? Wie hat er das denn bitte schön gemeint? Allerdings, bevor wir Kehr Ostwind tatsächlich verlassen, würde ich sagen, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um und gucken mal, ob wir nicht das eine oder andere hier noch finden und natürlich auch plündern können. Danach gehen wir dann tatsächlich zurück nach zur Himmelsfeste. Jetzt wollte ich gerade sagen Haven. Nein, wir sind ja nicht mehr in Haven. Wir sind in der Himmelsfeste zusammen mit unserem ganzen Stab. Da habe ich mich schon mal festgebackt, als ich da reingegangen bin. So, ich glaube, das war's jetzt hier. Und ich bin gespannt, was du in diesem Buch wiederfinden wirst, Cassandra. Da bin ich sehr gespannt drauf. Nein, wir kehren zurück zur Himmelsfeste. Dieses Buch wurde seit der alten Inquisition von Lordsucher an Lordsucher weitergegeben. Und jetzt ist es mir zugefallen. Geht es euch gut? Ihr seht erschöpft aus. Im Gegenteil. Es ist ein großes Vergnügen. Ich bin absolut fasziniert. Oh, das war ein Witz. Ich nehme an, ihr wisst, was das Ritual der Besänftigung ist. Es ist das letzte Mittel, das bei Magiern im Zirkel angewandt wird. Es macht sie unfähig zu zaubern, nimmt ihnen aber auch jegliche Träume und Gefühle. Es sollte nur bei jenen zur Anwendung kommen, die ihre Fähigkeiten nicht kontrollieren können. Nur leider war das nicht immer der Fall. Steht in dem Buch, dass es auch zu anderen Zwecken eingesetzt wurde? Nein. Als Sucherin habe ich derartige Übergriffe untersucht. Es gab Magier, die zur Bestrafung zu Besänftigten gemacht wurden. Was den Magieraufstand letztendlich ausgelöst hat, war die Entdeckung, dass das Ritual der Besänftigung rückgängig gemacht werden kann. Der damalige Lordsucher hat es vertuscht, auf unerbittliche Weise. Es gab Tote. Es war ein gefährliches Wissen, und der Schock über diese Entdeckung in Verbindung mit dem, was in Kirkwall geschah. Offenbar wussten wir aber schon immer, wie man das Ritual rückgängig macht. Von Anfang an. Dann hätte der Aufstand also verhindert werden können. Womöglich. Aber er hatte sich schon seit langem angebahnt, aus vielerlei Gründen. Wir haben das Ritual der Besänftigung erschaffen. Ich habe euch doch von meiner Wacht erzählt. Von den Monaten, in denen ich mich von jeglichen Gefühlen befreit habe. Ohne es zu wissen, wurde ich zu einer Besänftigten gemacht. Dann wurde durch die Wacht ein Geist des Glaubens beschworen, der meine Seele berührte. Das durchbrach die Besänftigung und bescherte mir meine Fähigkeiten. Die Sucher haben dieses Geheimnis mit niemandem geteilt. Weder mit mir noch mit der Kirche. Noch nicht einmal mit... Und das ist noch nicht alles. Lucius hatte nicht Unrecht, was den Orden betrifft. Ich wollte die Sucher wieder aufbauen, wenn wir erst gesiegt haben. Doch jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob sie es überhaupt verdienen. Ich glaube, ich habe euch noch nie zuvor derart erschüttert gesehen. Ich denke nicht, dass die Sucher das Werk des Erbauers getan haben. Nicht wirklich. Mag sein, dass wir es einst geglaubt haben. Die ursprüngliche Inquisition wurde in einer schrecklichen Zeit ins Leben gerufen. Heute jedoch. Wir haben Geheimnisse gehütet und sie faulen lassen. Wir haben gehandelt, um zu überleben und nicht, um zu dienen. Das ist nicht das Werk des Erbauers. Ihr sagtet, das sei noch nicht alles, was in dem Buch steht. Es gibt einen Punkt, an dem sich Macht verselbstständigt.
Man opfert seine Ideale zugunsten der Zweckmäßigkeit und redet sich ein, dass alles sei notwendig. Zum Wohle aller. Wird dasselbe auch uns geschehen, Inquisitor? Werden wir die Geschichte wiederholen? Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, Cassandra. Aber wir kennen die Vergangenheit. Und jene, die nicht aus der Geschichte lernen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. Falls ihr die Suche aber doch wieder aufbauen würdet, wie würdet ihr es machen? Ich kann nicht die Einzige sein, die übrig ist. Wir waren schon immer in alle Winde verstreut, also könnten noch einige andere dort draußen sein. Ich würde sie aufspüren, einen nach dem anderen. Und wir alle würden dieses Buch lesen. Es gäbe keine Geheimnisse mehr. Und dann würden wir gemeinsam neue Richtlinien aufstellen, sodass wir wirklich dem Werk des Erbauers dienen können. Das sagt ihr ständig, aber was genau ist das Werk des Erbauers? Das lässt sich unmöglich mit Gewissheit sagen. Und genau deshalb müssen wir herausfinden, was die Wahrheit ist. Vielleicht sind wir ja von unserem Weg abgekommen, weil wir aufgehört haben, nach ihr zu suchen. Baut die Suche wieder auf. Macht sie besser, als sie waren. Ich danke euch. Allein hätte ich es niemals geschafft. Überraschung, Überraschung. Und noch dazu hatten wir einen Stufenaufstieg. Also ist es tatsächlich wahr. Das Ritual der Besänftigung kann rückgängig gemacht werden. Es wurde scheinbar erfunden, entwickelt durch die ehemaligen Inquisitionen. Vielleicht auch erst danach. Nee, wahrscheinlich tatsächlich durch die ehemaligen Inquisition. Und wurde dieses Ritual der Besänftigung erfunden. Und auch, wie es rückgängig gemacht werden kann. Aus der ehemaligen Inquisition entstanden die Sucher der Wahrheit. Und die Sucher der Wahrheit haben dieses Geheimnis bis jetzt gewahrt. Die Besänftigung kann rückgängig gemacht werden. Die Sucher erhalten ihre Fähigkeiten, die da sehr mannigfaltig sind, das haben wir ja irgendwann mal schon durch Cassandra erfahren. Sie kann ja die Wahrheit mehr oder weniger aus jemandem herauspressen mit ihrer Fähigkeit. Und diese Fähigkeit hat sie bekommen, dadurch, dass sie erst zu einer Besänftigten gemacht wurde und dann ein Geist, mit Sicherheit ein wohlwollender Geist, ich möchte nicht wissen, wie viele Sucher oder Sucheranwärter durch boshafte Geister korrumpiert worden sind, sodass sie eigentlich alle getötet werden mussten. Ja? Aber bei Cassandra ist es gelungen, ein scheinbar gutwilliger Geist wurde an sie gebunden. Und somit wurde dieses Ritual der Besänftigung rückgängig gemacht. Das heißt, ein Besänftigter kann wieder normal sein, wenn man einen Geist an ihn bindet. Unglaublich. Unglaublich. Das ist der Wahnsinn. Gut, Stufenaufstieg. Chasi, lass doch mal sehen. Charakterbogen. Und da wir ja jetzt nun ein Nekromant sind, würde ich sagen, Schrecken auf jeden Fall und ja, das will ich, ist die Frage, kann ich das irgendwo hinstecken, möchte ich das irgendwo hinstecken, vielleicht auf Y, wie ging das nochmal? Zurück. Warte mal. Anwenden. Sollen die offenen Fähigkeiten übernommen werden, bevor du fortfährst? Ja, bitte. Habe ich gar nicht gemacht. Ja. Ja, bitte. So. Lass mal gucken. Wo kann ich dich am besten hinpacken? Schrecken.
Das würde ich ganz gerne. Taktikeinstellung. Nein, da ist aktiviert auf jeden Fall. Dem Kampfmenü zuweisen. Da haben wir es doch. Und zwar hier möchte ich dich jetzt erstmal haben. Mal gucken. Mal gucken, wie sich das dann später auswirkt. Gut. Das wäre schon mal geschafft. Ich würde sagen, wir sprechen doch noch mal mit Cassandra. Vielleicht wird sie uns mehr sagen zu dem ganzen Thema. Hey, Cassandra, bleib stehen. Soweit ich weiß, habt ihr euch mit den Zaubern der Mortalitasi befasst. Nur ganz bestimmte Charaktere fühlen sich von der Nekromantie angezogen. Mein Onkel fand sie faszinierend. Was meint ihr mit ganz bestimmte Charaktere? Personen mit morbiden Neigungen, die sich angezogen fühlen vom Tod und von Leichen und... Nun ja, als ich in Nevara aufwuchs, schienen alle um mich herum geradezu besessen davon zu sein. Mein Onkel hatte immer eine Leiche in seinem Anwesen. Er ölte sie mit Düften ein und las ihr vor, als wäre sie ein Kind. Was auch immer euch daran interessiert, ich hoffe, ihr geht nicht so weit wie er. Der Geruch von Einbalsamierungsflüssigkeit ist widerlich. Okay, Cassandra, ich werde versprechen, dass ich das nicht machen werde, wenn dich das beruhigt. Aber ich wüsste ganz gerne die Heilung der Besänftigten. Ich wollte mit euch über die Heilung der Besänftigten sprechen. Es ist keine Heilung. Nicht wirklich. Magier, die einst Besänftigte waren, verlieren jegliche Kontrolle über ihre Gefühle. Sie werden unvernünftig und sind nicht fähig, sich zu konzentrieren. Es mag sein, dass dieser Zustand nur vorübergehend ist und man ihnen helfen kann, aber es wird Zeit brauchen, das zu erforschen. Aber ihr werdet der Sache nachgehen? Das habe ich vor, ja. Ich möchte nur ungern, dass sich Gerüchte über eine Heilung verbreiten, bevor wir nicht sicher sind, dass wir diesen Leuten auch helfen können. Sobald das jedoch gewährleistet ist, werde ich die Neuigkeiten persönlich verkünden. Habt ihr irgendeinen Rat für mich? Nun, da die Bedrohung durch die Grauen Wächter beseitigt ist, müssen wir dem Mordkomplott auf den Grund gehen. Hoffen wir, dass es nicht schon zu spät ist. Der Einzige, der von noch mehr Chaos in Orlais profitieren würde, ist Corypheus. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Na, aber da bin ich aber jetzt doch mal langsam gespannt, was die anderen alle so dazu zu sagen haben. Ich werde einige Übungen für Flankenangriffe vorbereiten. Mach das. Sprechen wir doch mal mit Cram. Du wolltest wieder auf den Stuhl steigen. Ich hab's genau gesehen, Cram. Inquisitor? Fallen euch noch andere Aufgaben für die Sturmbullen ein? Im Moment wüsste ich nichts, aber falls mir etwas einfällt, lasse ich es euch wissen. Wir unterhalten uns später. So ist es, so ist es. Bulle, was sagst du denn zu meinen neuen Fähigkeiten? Verdammt, sind die gut. Sind das Nüsse oder Kerne oder... Ist ja auch egal. Sie sind jedenfalls gut. Bis später, Bulle. Es war nett, mit euch zu reden, Boss. Gut, der Bulle scheint wie immer völlig unbeeindruckt davon zu sein. Cole könnte ich auch mal ansprechen. Cole spreche ich noch nicht an. Doch, kann ich. Warte. Das kann ich machen. Cole, was sagst du denn zu meinen Fähigkeiten? Ihr seid verändert. Ihr zerrt an Stücken. Sie stoßen an ihre Stellen, Dämonen, doch anders, doch falsch. Es gefällt mir nicht. Diese Magie, die ich nutze, fügt sie Geistern Schaden zu? Nein, nicht Geistern, nicht Dämonen. Doch Teilen von ihnen, Bruchstücken, die entstehen könnten. Die Fetzen eines Fragments, einer Fantasie, nicht genug, um zu sein. Doch die Bruchstücke, die sein könnten, zerstört ihr. Es tut mir leid, Cole. Dass ihr euch unwohl fühlt, war nicht meine Absicht. Bindet einfach keine Geister. Sie sind mehr. Ihr solltet ihnen kein Leid zufügen. Wolltet ihr sonst noch etwas von mir? Ja, an dieser Stelle könnten wir ihnen schon das Amulett geben. Aber das mache ich später. Wir unterhalten uns später. Vermutlich.
Okay, cool. Cole, es tut mir wirklich leid, dass ich das gemacht habe. Es könnte schwierig für dich werden, oder Cole? Naja, schauen wir mal. Gucken wir doch mal, was die obere Riege dazu sagt. Kallen hat da bestimmt auch so seine ganz eigene Meinung zu, oder? Kallen? Ich komme mal zu dir, mein Freund. Außerdem muss ich ja mal sehen, ob es ihm jetzt ein bisschen besser geht, nach dem, was er... Ich glaube, der ist für euch, Kommandant. Er ist an euch adressiert. Und der Absender? Ich hatte ihn plötzlich in der Hand. Da steht nur, Aldred hat euch gezeichnet, aber nicht erschaffen. Ihr seid ihr geblieben. Ach, ich kenne den Absender. Danke. Oh, das ist auch neu für mich. Ein Brief von Cole an Kallen. Wow, Kallen, geht's dir gut? Ich wollte euch danken. Als ihr mich aufgesucht habt, wenn es irgendetwas gibt. In meinem Kopf hat sich das deutlich besser angehört. Ich nehme an, ihr fühlt euch besser? Ich... Ja. Ist es immer so schlimm? Die Schmerzen kommen und gehen. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich wieder dort. Ich hätte mich an diesem Tag nicht so überfordern dürfen. Ich bin einfach nur froh, dass es euch gut geht. Das tut es. Ich habe nie jemandem erzählt, was mir im Zirkel von Ferelden wirklich widerfahren ist. Ich war danach nicht mehr ich selbst. Ich war zornig und dieser Zorn hat mich jahrelang blind gemacht. Ich bin nicht stolz auf das, was aus mir wurde. Aber jetzt kann ich all das langsam hinter mir lassen. Das ist zumindest ein Anfang. Ich persönlich mag den Mann, der ihr jetzt seid. Selbst nachdem... Ich meine es ernst. Aber was ist mit euch? Ihr habt eure eigenen Probleme. Wie geht es euch? Um ehrlich zu sein, habe ich Angst. So viele Leute verlassen sich auf uns, auf mich. Und Corypheus ist noch immer dort draußen. Wir haben große Fortschritte erzielt. Es gibt keinen Grund, an euch oder der Inquisition zu zweifeln. Und falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, müsst ihr es nur sagen. Ja, Kallen, vielen Dank. Du bist ein echter Freund. Und ich hoffe, ich bin dir eine gute Freundin. Zumindest haben wir dich nicht dem Sud der Sucht überlassen. Und das ist schon mal sehr viel wert. Allerdings würde ich eigentlich ganz gerne noch mal mit dir reden. Was sagst du denn zu dem Nekromanten? Zu euren Diensten. Darf ich euch etwas fragen? Natürlich. Denkt ihr, die Templer sollten aufgelöst werden? Nein. Ich mag mich entschieden haben, dieses Leben hinter mir zu lassen. Aber ich respektiere diejenigen, die an ihm festhalten. Unkontrollierte Magie könnte die Welt in Stücke reißen. So wie sie es jetzt gerade tut. Die Templer sind fähig, derartigen Gefahren zu begegnen. Und was würdet ihr vorschlagen? Manche bezeichnen den Zirkel als ein Gefängnis, das nichts als Feindseligkeit hervorbringen kann. Es wäre vielleicht gut, die Magier auch außerhalb des Zirkels einzusetzen. In gemischten Kampftrupps oder Krankenstationen, unterstützt von den Templern. Außerdem muss es für die Templer einen ungefährlicheren Weg geben, aus dem Dienst auszuscheiden. Templer können durch das Lyrium ihre Erinnerungen verlieren. Einige nennen es ein Geschenk, die erfolglosen Läuterungen und Dämonen vergessen zu können. Manches Grauen verfolgt mich noch immer, aber dafür auch alles Gute zu vergessen? Ich habe schon mal fast den Verstand verloren. Das ist kein Geschenk. Mir gefällt eure Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Lösung ist, aber irgendetwas muss sich ändern.
Bereut ihr noch immer, zu was für einem Menschen ihr wurdet, nachdem ihr Ferelden verlassen habt? Nach den Geschehnissen im Zirkel von Ferelden dachte ich, alle Magier wären wie jene, mit denen ich dort zu tun hatte. Kommandantin Merediths Methoden waren hart, aber sie sorgten für Sicherheit. Ihr sagtet, Meredith hätte den Verstand verloren. Sie war meine Kommandantin. Ich hatte keinen Grund, ihr zu misstrauen. Und sie hatte nicht Unrecht, was die Blutmagier in Kirkwall betraf. Meredith schürte meinen Hass auf die Magier. Aber es gab eine Grenze, wie weit ich gehen würde. Und das wusste sie auch. Ich war ihr Stellvertreter. Aber sie hat einige Entscheidungen ohne mein Wissen getroffen. Diejenigen, die ich in Frage gestellt hätte. Ich war überzeugt, sie würde zum Wohle der Stadt handeln. Und hätte nie auch nur daran gedacht, sie zu hinterfragen. Nicht bevor es zu spät war. Ihr könnt nicht alles kontrollieren. Letztendlich habt ihr euch gegen sie gestellt. Wenn ich es nicht getan hätte, wäre ich dann heute wie sie? Genau wie sie wollte ich, dass die Magier weggesperrt werden. Ich habe darauf vertraut, dass sie einigermaßen vernünftig behandelt werden. Doch ich hätte mehr tun müssen. Ich hätte mich davon überzeugen müssen. Noch sind meine Fehler nicht gesühnt. Die Inquisition ist meine Chance auf Wiedergutmachung. Und ich werde sie nutzen. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Geschwister habt. Bei allem, was gerade geschieht, wisst ihr, ob es ihnen gut geht? Meine älteste Schwester hat mir eine Nachricht geschickt. Sie war schon immer gut darin, mich aufzuspüren. In Südhang herrscht dasselbe Chaos wie überall. Aber meiner Familie geht es gut. Und ich bete dafür, dass es auch so bleibt. Eure Schwester hat euch aufgespürt? Heißt das, sie wusste nicht, wo ihr seid? Ich hatte sie wissen lassen, dass ich in Haven war. Und sie ging offenbar davon aus, dass ich überlebt habe. Es ist nicht das erste Mal, dass es so abläuft. Schon als ich nach Kirkwall versetzt wurde, habe ich es womöglich versäumt, sie darüber zu informieren. Und warum? Ich war in keiner guten Verfassung und wollte einfach nur weg. 2 Jahre später erhielt ich einen wütenden Brief wegen meines Verschwindens. Trotz all ihrer Vorwürfe war es eine Erleichterung, von jemandem zu hören, der mich schon vor der Verderbnis kannte. Die Inquisition wird nicht ewig Bestand haben. Was werdet ihr machen, wenn das alles vorbei ist? Um ehrlich zu sein, habe ich bis vor kurzem kaum darüber nachgedacht. Ich bin es nicht gewohnt, so viele Möglichkeiten zu haben. Das ist alles, was ich wissen wollte. Ich bin mir sicher, ihr habt noch genügend andere Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Na, das sind ja mal viele Nachrichten gewesen von Kallen und auf unseren Nekromanten ist er nicht eingegangen. Macht nichts, Kallen. Das können wir bestimmt nochmal nachholen. Aber er hat uns viel von sich jetzt gerade erzählt. Er hat Pläne für die Templer und die klingen tatsächlich und wirklich vernünftig. Natürlich, warum sollte man nicht die Templer auch als Orden bestehen lassen, allerdings ohne, dass sie das Lyrium nehmen, ohne, dass sie abhängig werden, ohne, dass sie sich verseuchen. Und ganz klar, warum sollten die Templer und die Magier nicht tatsächlich miteinander kämpfen und zusammenfinden? Die Vergangenheit hat es doch schon gezeigt, dass es funktioniert. Sei es mit Rice und Evangeline, die ein Paar geworden sind. Wynn selbst. Angeblich war Rice' Vater ein Templer. Also es hat immer auch irgendwie sehr gut funktioniert zwischen den Magiern und den Templern. Oder, Kallen? Inquisitor? Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Es gibt deutlich weniger Auseinandersetzungen zwischen unseren Templern und Magiern als noch zu Beginn. Sie tauschen sogar Geschichten aus und bauen sich gegenseitig für das auf, was uns bevorsteht. Ich hoffe nur, das hält auch noch an, wenn ihr gemeinsamer Feind besiegt ist. Das wäre vorerst alles. Ich bin mir sicher, ihr habt noch genügend andere Dinge, um die ihr euch kümmern müsst. Ja, und so ist es. Und ich würde sagen, hier bei Kallen, es scheint zu wirken. Kallen hat scheinbar tatsächlich Einfluss auf die Templer hier vor Ort. Und die Magier und die Templer scherzen miteinander. Und so soll es auch für die Zukunft sein. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier wieder einen Schnitt. Ich weiß, diese Folge ist vielleicht noch nicht ganz eine halbe Stunde lang. Aber ich habe gerade ein Telefonat bekommen. Da würde ich ganz gerne mal zurückrufen. Von daher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Erkenntnis
an dieser Folge. Wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss.